So, eins für dich und eins für mich. Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. Auf dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Na zdravie. Na zdravie. Komm, lass uns irgendwas Verrücktes anstellen, ja? Was? Hey, du bist jetzt 30 und an dieser Schwelle des Lebens sollte man sich ein wenig mit sich selbst auseinandersetzen. Zitat von meinem Vater. Das Einzige, was ich jedes Jahr von meinem Vater kriege, ist das hier. Alles Gute zum Geburtstag, dein Vater. Sehr einfallsreich. So egal er mir eigentlich auch ist, aber irgendwie würde ich ihm das Ding gern mal um die Ohren pfeffern. Mach's doch. Stimmt. In 5 Stunden wären wir da. Vielleicht auch in 4. Na dann los. Nimmst du die Gläser? Danke, Mondscheinengel. Ob die passt? Mondscheinengel. Ja, der Mond schien und du hast ausgesehen wie ein Engel. Du warst damals so romantisch. Das bin ich auch heute noch. Aha, da. Passt. Die hast du mir mal aus Prag mitgebracht. Weißt du noch? Ja. Der böhmische Granat. Der Stein der Leidenschaft und der Liebe. Ah, ist das schön hier. Also in Bayern könnte ich es auch gut aushalten. Ich glaube, wir sind gleich da. Ist schon komisch, wenn man seinen Vater noch nie gesehen hat. Na, kriegst du jetzt doch Bammel? Quatsch. Erkennst du ihn überhaupt? Klar erkenne ich den. Ich meine, das Foto, das meine Mutter mir gezeigt hat, ist zwar ziemlich alt, aber ich habe es mir inzwischen so oft angeguckt. Das Gesicht habe ich mir eingeprägt. Wir hätten trotzdem vorher mal anrufen sollen. Jan, sei nicht immer so vernünftig. In einem schottischen Sprichwort heißt es, wenn man heiratet, übernimmt man einen geschlossenen Umschlag. Geöffnet wird er erst auf stürmischer See. In eurem Umschlag, liebe Mama, lieber Papa, war ja wohl alles, was man braucht, um auch die stürmischen Zeiten in einer Ehe zu überstehen. Vertrauen, Verantwortung und vor allem Treue. Und was natürlich auch ganz wichtig in einer Ehe ist, ist, dass man sich gegenseitig ergänzt. Naja, und ihr beide ergänzt euch ja wunderbar. Du umsorgst Papa und Papa lässt sich umsorgen. Ach, das stimmt doch gar nicht. Halt! So, hier müsste es sein. Und wir werden von einem roten Luftballon empfangen. Den hole ich mir. Nicht Jan. Lass doch den Luftballon da jetzt. Halt! Das ist mein Herz! Ist mir quasi zugeflogen. Darf ich Sie als Dankeschön auf ein Glas Champagner einladen? Wir haben leider schon was vor. Anitza, Sikora. Sophie. Gianciali, hallo. Sophie. Weißt du vielleicht, wo Veilchenweg 7 ist? Ja, das ist gleich hier. Also, es würde mich wirklich sehr freuen. Ja, warum eigentlich nicht? Außerdem hat mein Vater meiner Mutter die schönste Liebeserklärung gemacht, die ich je gehört habe. Ich heirate dich jetzt nicht nur, weil ich dich jetzt liebe, um dich den Rest meines Lebens zu lieben. Naja, das ist den beiden ja gelungen. Also, alles Gute zur goldenen Hochzeit. Oh Gott, jetzt sie weg. Kommt meinen Großeltern. Opa, darf ich vorstellen?
Anica Sykora und Jan Czerny aus Prag. Meine Großeltern Christine und Claudius Maywald. Meine Mutter Maren Maywald. Jan hat den 50. Luftballon gerettet. Auch von uns alles Liebe. Aber wir wollen jetzt wirklich nicht weiter stören. Anica Sykora aus Prag? Mein Schmuck ist von einer Goldschmiedewerkstatt Sykora aus Prag. Ja. Meine Mutter hat ihn gemacht. Das ist so ein Zufall. Wir müssen jetzt wirklich los. Komm. Guten Tag. Ist alles in Ordnung, Claudius? Ich wollte wissen, wie er ist. Und jetzt weiß ich's. Was ist hier eigentlich los, Claudius? Claudius? Wer war diese Frau? Sie ist meine Tochter. Alles in Ordnung? Leute weg. Mach doch mal auf. Christine, red mit mir. Es ist doch schon so lange her. Lange? Genau 10 Minuten. Vor 10 Minuten ist alles kaputt gegangen, woran ich geglaubt. Es tut mir leid. Ich hätte dich davon abhalten sollen oder zumindest darauf bestehen sollen, dass du vorher anrufst. Jan, jetzt übernimm du nicht wieder die Verantwortung für alles. Das war allein mein Fehler. Ich meine, was heißt Fehler? Hätte ich ahnen können, dass das so ausgeht? Ich wollte mir einfach mal anschauen, wie er lebt. Die Gegend, sein Haus. Und dann, vielleicht hätte ich geklingelt. Und mit ihm gesprochen. Allein. Nur er und ich. Es ist ja nun auch wirklich okay, dass du deinen Vater kennenlernen wolltest.
Und dass ich ihn so lange nicht gesehen habe, war schließlich eine Abmachung zwischen meiner Mutter und ihm. Nicht mit mir. Na komm. Danke. Aber du kannst ja nicht einfach weglaufen. Das ist eine Sache zwischen deiner Mutter und mir. Ja, aber die junge Dame ist immerhin Sophies Tante und meine Halbschwester. Alles gut? Ja, ja, es ist gut. Ja, nichts ist gut. Natürlich habt ihr ein Recht zu wissen. Aber, also ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Fang doch einfach in Prag an. Was hast du da gemacht? Edelsteine eingekauft und verkauft. Ja, beides. Aber war nichts dabei, was mich interessiert hätte. Bis ich dann auf der Nerudowa einen Händler getroffen habe, der hat mir ungeheure Granatsteine gezeigt, mit einem Feuer. Für Prager Granaten absolut ungeheuer. Die von Mamas Ohrring. Ja, ich habe Christine immer den besten Stein fassen lassen. Und diesmal waren es halt mehrere. Und hat man mir die Goldschmiedewerkstatt Sykora empfohlen. Wo du Anitas Mutter kennengelernt hast. Ja. Editha. Christine. Ja. Weißt du, als Papa Mama betrogen hat, habe ich gedacht, sowas wie lebenslange Liebe und Treue gibt es nicht. Aber bei euch hat es doch funktioniert, weil ihr anders seid. Weil du anders bist. Habe ich wenigstens gedacht. Jetzt Eier anstechen. Ja. Ich mache ein Frühstück. Zumindest versuche ich es. Verdammt, ich, keine Übung. Christine, ich schwöre dir, ich war dir sonst immer treu. Ich schwör's. Jetzt sei doch nicht immer so verdammt selbstgerecht. Guten Morgen. Guten Morgen.
Ich wollte dich nicht enttäuschen, Liebes, und niemandem wehtun. Schon gar nicht deiner Großmutter. Aber warum hast du es denn dann gemacht? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, vielleicht wollte ich einfach wissen, ob die Schmetterlinge noch flattern. Und Oma hat dir nicht mehr gereicht? Aber ja, natürlich hat sie mir gereicht. Nur damals, ich habe mich mit Editha gut gefühlt und so jung. Du hättest aber damals mit Oma darüber reden müssen. Es war doch vorbei. Was hätte ihr dann noch wehtun sollen? Ich habe gedacht, das ist für uns alle besser so. Vor allem für dich. Stimmt. Ich war feig. Und wenn du auf Reisen warst, hast du Anita dann mal besucht? Na, ich hatte mit Editha eine Abmachung. Sie mischt sich nicht in mein Leben und ich nicht in das ihre. Ich habe sie ja nie wiedergesehen. Und dann hast du Anita auch nie wiedergesehen? Nur Fotos. Darf ich die mal angucken? Gut. Mein Vater hat mir gezeigt, wie man ein Fahrrad repariert. Nicht Mama. Und mein Vater hat mir auch erklärt, wie man sich Respekt verschafft und sich durchsetzt. Tja, und worauf willst du hinaus? Wie oft haben wir beide hier zusammengestanden und die Edelsteine betrachtet? Und dann hast du mir erklärt, was sie bedeuten und dass jeder Stein eine eigene Geschichte hat. Und du meinst, das alles hat dir gefehlt? Vielleicht. Aber jetzt ist sie erwachsen. Ich brauche meinen Vater heute auch noch. Ja, also. Gut, ich rufe sie an. Das reicht nicht. Nein. Also, nach Prag fahre ich nicht. Das kann ich Christine nicht auch noch antun. Ja, aber was ist, wenn Anita dich nicht nur kennenlernen wollte, sondern wenn sie dich wirklich braucht? Wir fahren nach Prag. Oma braucht jetzt eh etwas Zeit für sich allein. Ja? Ich finde, Opa sollte nach Prag fahren, um mit Anita zu reden. Ich komme aber mit. Ist das okay für dich? Nach Prag. Er kann tun und lassen, was er will. Du hättest mit mir reden sollen, Anita. Dann hätten wir euer Kennenlernen vorbereiten können. Es war halt ganz spontan, Mama. Ganz spontan. Mitten in die goldene Hochzeit deines Vaters. Ja, woher hätte ich das denn ahnen sollen? Außerdem, wer feiert denn sowas? 50 Jahre derselbe Trott. Ja. Dein Vater ist nun einmal ein Familienmensch. Was er mal ganz kurz vergessen hat bei seinem kleinen Ausrutscher mit dir. Das war kein Ausrutscher. Es war schön. Und ich hab dich. Leider hat er nie so gedacht. Also, was mich angeht, meine ich. Ich wollte nicht, dass er sich um dich kümmert. Ich wollte dich haben, aber nicht seine Familie zerstören. Und was, wenn er sich für uns entschieden hätte? Dann hätte ich ihm gesagt, dass ich ihm nicht geben kann, was er sich wünscht. Ich bin einfach keine Ehefrau. Nur was die Kinder wollen, fragt immer keiner. Ich habe nicht gedacht, dass dein Vater dir fehlt. Ich krieg den Ring nie bis morgen fertig. Komm, gib her. Ist der kein Gold, kann ich dir helfen. Keine Ahnung, ob er mir fehlt. Ich meine, ich hab's ja nie anders gekannt. Aber irgendwie habe ich mich manchmal so halb gefühlt. Und dann hast du gedacht, mit 30 ist es höchste Zeit, die andere Hälfte kennenzulernen. Aber wenn er nicht will, dann halt nicht. Ich werde gut auf Opa aufpassen.
Pass du gut auf dich auf, mein Schatz. Christine. Soll es immer so weitergehen, dass du nicht mit mir sprichst? Ich kann nicht. Tut mir leid. Gut. Ich kann Christine jetzt nicht allein lassen. Nein, das wäre doch wieder eine Flucht. Es geht um deine Tochter, das weiß Oma doch. Und nicht darum, dass du ihre Mutter wiedersehen willst. Ich finde es ja schon bemerkenswert, dass diese Frau keine Familie zerstören wollte. Ich würde auch keiner anderen Frau den Mann wegnehmen wollen. Wenn er nach Hause kam, raus aus dem Anzug, rein in dieses alte blaue Ding. Und du glaubst, Papas Lieblingsjacke zu ruinieren, ist der richtige Weg, damit umzugehen. Aber es tut gut. Er hat mich nicht nur betrogen, Maren. Er war richtig verliebt. Ich weiß, wie weh das tut, Mama. Man denkt, die Zärtlichkeiten, die kleinen Berührungen, die Vertrautheit, das gehört alles dir. Naja, und dann ist er plötzlich eine andere. Man fühlt sich so verraten und kommt sich so lächerlich vor, weil man so vertraut hat. Sophies Vater hat mich wegen einer anderen Frau verlassen. Aber Papa ist noch da. Und dafür soll ich ihm vielleicht auch noch dankbar sein. Und sag jetzt bloß nicht, es ist schon so lange her. Mama, es ist lange her. Ich bin nicht wie du, Maren. So selbstständig. Du hast einen Beruf. Ich wollte immer nur eine Familie. Und die habe ich mir aufgebaut. Wie unser Haus auf einem ganz festen Fundament. Dein Vater war mein Fundament. Und ich habe mir immer gedacht, egal was geschieht, seine ganze Liebe ist nur für uns da. Er hat einen Fehler gemacht. Nicht nur einen Fehler, Maren. Er hatte ein Leben neben mir. Naja, ganz so war es ja nicht. Er hat von einer anderen Frau ein Kind.
süßes kleines Ding. Hallo, Liebes? Ja, wir sind gerade angekommen. Ja, ich weiß, du willst mit mir nicht sprechen, aber ich habe dir etwas zu sagen. Ich denke an dich. Warum nicht? Ich liebe dich. Das, sowas sage ich doch nicht in einen Anruf beantworte. Ich glaube, es ist besser, wenn du erstmal alleine reingehst. Haben Sie irgendwo einen kleinen Draht gesehen? Ja, hier. Ich hab's. Danke. Bitte. Schöne Arbeit. Sophie, was machst du denn hier? Jan, hallo. Mein Großvater und Anita sprechen sich gerade aus. Ach, okay, na gut, dann will ich da auch nicht stören. Ja, also, zunächst mal, hallo. Hallo. Was auf dem Fest passiert ist, es tut mir leid. Deswegen hätten Sie nicht extra nach Prag reisen müssen. Ich bin Postkarten gewöhnt. Du kannst ruhig du zu mir sagen. Ich bin ja... Hast du Hunger? Hier. Bin schließlich dein Vater. Okay. Ist das eine böhmische Spezialität? Ja, die werden bei uns zur Hochzeit gebacken. Dann kommen wir wohl auch in einem ungünstigen Moment. Nein, heute heiratet hier niemand. Deine Mutter hat mir geschrieben, dass du... Goldschmiedin bist, so wie sie. Ist ein schöner Beruf. Ja, ich mag ihn nicht so. Warum tust du, was du nicht magst? Editha hat vor 10 Jahren eine Goldallergie entwickelt. Und nicht jeder hat das Talent, sich seiner Pflicht zu entziehen. Gut. Ich hab verstanden. Ja, ich hätte mit dem Fest anders reagieren sollen, aber plötzlich bist du vor mir gestanden, ohne Vorwarnung. Vorwarnung? Bin ich eine Naturkatastrophe? Zumindest hattest du... so eine ähnliche Wirkung. Ich kann ja nichts dafür, dass mein Geburtstag ausgerechnet euer Hochzeitstag ist. Ich wollte dich jedenfalls nicht schocken. Und deine Frau schon gar nicht. Solltest du jetzt nicht eher bei ihr sein? Ich habe mir gedacht, es könnte ja sein, dass du mich brauchst. Ich wollte einfach nur wissen, ob du mir mehr zu sagen hast als alles Gute zum Geburtstag, dein Vater. Wie hat denn deine Großmutter das mit Anita aufgenommen? Naja, wie man sowas eben aufnimmt nach 50 Jahren Ehe, in der man immer noch Hand in Hand spazieren geht. Klingt fast nach einem Märchen aus längst vergangener Zeit. Märchen? Ich glaube an sowas. Du nicht? Gönne mal zwei dazu, die dran glauben. Wollen wir doch mal reinschauen? Mhm. Du willst also lieber hinaus in die Welt? Das hast du offensichtlich von mir. Von Mama jedenfalls nicht. Komisch, wenn die eigenen Gene mehr über einen wissen als man selbst.
Hallo, Sophie. Hallo, Anitza. Nächstes Mal überlegst du dir wahrscheinlich zweimal, wenn du zum Champagner einlädst. Wir brauchen noch ein Hotel. Kommt gar nicht in Frage. Ihr schlaft bei uns. Also, das kann man deiner Mutter nicht zumuten. Das kann man. Also, sei vernünftig. Wenn man in Tschechien jemanden zu sich nach Hause einlädt, ist das eine Ehre. Das schlägt man nicht ab. Also gut. Danke. Ich bin so schrecklich enttäuscht von ihm. Willst du nicht trotzdem versuchen, ihn ein bisschen zu verstehen? Ich soll ihn verstehen? Was denn noch? Was ich meine, auch wenn man jemanden sehr liebt, da kann es doch passieren, dass man auch mal jemanden anderen... Ach, Mama, in all den Jahren, in denen du mit Papa zusammen bist, hat es denn jemanden gegeben, der dir mal hätte gefährlich werden können? Ich habe immer nur deinen Vater geliebt. Aus uralten Zeiten. Uralt, beleidige mich nicht. Claudius. Hallo? Maywald, haben Sie einen Platten? Grüß Sie Gott, Herr Wagner. Darf ich Ihnen helfen? Ich könnte Sie und Ihr Rat mitnehmen. Ach, das wäre sehr nett. Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ach, Herr Wagner, ich bin damals nicht mehr zu Ihnen gekommen. Sie müssen mir das nicht erklären. Ich möchte das aber. Ich war nicht unzufrieden mit Ihrer Arbeit. Ganz im Gegenteil, nur... Gärtnerei Janke liegt einfach näher. Es ist wirklich kein Problem. Wie geht's Ihren Stockrosen? Purpurfarben mit gefüllten Blüten, ne? Das wissen Sie noch. Und auch, dass Ihnen bei der Gartenplanung vor allem der Kräutergarten wichtig war. Ich bin Hausfrau. Die Stockrosen haben leider Rost angesetzt. Ah, da helfen Nährstoffe. Humus, Pferdemist. Danke für den Tipp. Ich habe übrigens heute eine ganz frische Blumenlieferung bekommen. Dahlien, Hortensien, Chrysanthemen. Wissen Sie was? Sie schauen sich die Blumen an und ich repariere so lange Ihren Platten. Ach, gut. Oh, und zum Abschluss noch ein bisschen Nachtisch. Das war wie immer ausgezeichnet, Karin. Danke. Ganz genau. Und zu einem guten Essen gehört ein Gläschen Palenkovka. Palenkovka? Ja, ist ein Likör. Mit Gewürznelk und Vanille. Bei uns sagt man, ein Gläschen davon beruhigt die Nerven. Meine Nerven sind die Ruhe selbst. Was darf es bitte sein? Auch am besten alles. Rakvitschki, Palatschinken, Buchtitschki und Livanze auch. Ja, gerne. Also in der Regel esse ich nicht so viel. Nur, Prag ist nicht die Regel. Es ist die Stadt der wunderbaren Ausnahmen. Na dann,
Nastravi. Nastravi. Und wie viel habt ihr davon bei eurem ersten Treffen getrunken? Wir waren nur in der Moldau spazieren. Mama hat erzählt, dass sie dir Polka-Tanzen beigebracht hat. Ja, nur bin ich ja dabei immer auf die Füße getreten. Mit Oma fliegst du übers Parkett. Sophie, wie wär's, wenn ich dir unsere Stadt zeige? Vielen Dank. Ich glaube, ich bleib lieber hier. Aber warum denn, mein Kind? Das kann ganz interessant sein, bei dieser Stimmung durch die Stadt zu bummeln. Okay. Dann findest du es schön, wieder in Prag zu sein? Ich glaube, ich habe noch einiges zu erledigen. Lasst euch mal ein bisschen allein. So, jetzt ist alles wieder gut. Ich danke Ihnen sehr. Sie haben recht, die Chrysanthemen sind prachtvoll. Ja. Und alles hier ist wie früher. So friedlich. Ja, Pflanzen lenken von Alltagssorgen ab. Sie entspannen Körper, Geist und Seele. An einem Garten erkennt man, wie sein Mensch ist. Das haben Sie auch gesagt. Daran erinnern Sie sich. Und wie ist Ihr Garten heute? Zu viel Schatten. Pflanzen. Pflanzen können auch für mehr Licht sorgen. Dahlien zum Beispiel. Hätten Sie eventuell Zeit, mir morgen ein paar davon zu bringen? Und Chrysanthemen und Hortensien. Ja, gern. Und den Pferdemist bringe ich auch gleich mit. Und die würde ich Ihnen gern schenken. Irgendwie kann ich verstehen, dass... Was denn? Dass sich Opa in diese Stadt verliebt hat. Irgendjemand hat mal gesagt, immer wenn ich nach einem anderen Wort für Geheimnis suche, fällt mir nur Prag ein. Mein Großvater hat mir von jeder Reise eine Geschichte mitgebracht. Nur die eine eben nicht. Ich hoffe, es gefällt dir ja trotzdem. Ganz früher, da wollte ich dich schon mal kennenlernen. Bei der Einschulung, da hatten alle ihre Väter dabei. Und ich glaube, da ist mir zum ersten Mal so richtig bewusst geworden, dass bei mir irgendwie was fehlt. Naja, und ich wollte dich dann unbedingt besuchen und schauen, wie du bist. Aber das war ja damals nicht so einfach mit dem Ausreisen, so in den Westen. Naja, das habe ich verstanden und habe mir gedacht, wenn ich nicht ausreisen kann, dann kannst du auch nicht einreisen. Ich meine, ich war ja noch ein Kind. Dann aber haben Mama und ich in einem Restaurant so einen reichen Typen aus dem Westen kennengelernt. Der hat uns Kaviar und Mama Sekt spendiert. Der war total scharf auf sie. Der hat fürchterlich angegeben mit seinem großartigen Leben im Westen. Wir haben uns dann schnell verdrückt. Und ich hatte dabei nur einen Gedanken. Hoffentlich bist du nicht so. Annette. Ich habe mir noch was dabei gedacht. Wenn der Typ es geschafft hat, einzureisen, dann hättest du es auch schaffen können. Ein Jahr später waren die Grenzen eh offen und du bist immer noch nicht gekommen. Ich weiß schon. Mama hat mir von eurer Abmachung erzählt. Und später, als ich dann gesehen habe, was für strenge Väter meine Freundinnen hatten, war ich sogar ganz froh, dass du weit weg bist. Annette, ich möchte dir endlich etwas erklären. Na, ihr zwei. Unterhaltet ihr euch gut? Ja. Ich hab's wenigstens versucht. Gar nicht so einfach, Vater zu werden von einer Tochter, die man nicht kennt. Nein, das ist es wirklich nicht. Bernstein. Der Stein des sonnigen Wesens, das unbedarft und fröhlich in den Tag hineinlebt. Du kennst dich aus. Ja.
Mein Großvater hat von seinen Reisen nicht nur Geschichten mitgebracht, sondern meiner Großmutter auch jedes Mal einen ganz besonderen Stein. Dann hat er uns seine Bedeutung erklärt. Das Tigerauge. Es gibt einem die Kraft, alle Hürden zu nehmen und etwas zu verändern. Der passt zu dir. Und der Beryl ist dein Stein. Mhm. Er schärft den Blick und lässt eine große Liebe erkennen. Ich werde ihn für dich fassen als Andenken an Prag. Hey. Du solltest so viel Prag zeigen, nicht ganz Tschechien. Wollt ihr einen Kaffee? Ich habe gerade einen gemacht. Nee, danke. Ich kann sonst nachher nicht schlafen. Wo sind denn Claudius und Editha? Keine Ahnung. Was, die haben dich alleine gelassen? Ich habe sie allein gelassen. Okay, ihr habt euch sicher viel zu erzählen. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ich dachte, du wolltest meinen Großvater ein bisschen besser kennenlernen. Dazu hat er ein viel zu schlechtes Gewissen. Naja, was hast du erwartet? Naja, vielleicht, dass nicht die ganze Zeit ich rede, sondern er auch mal irgendwas sagt. Hat er nicht? Nee. Nicht wirklich. Setz dich doch. Wie ist er denn so? Naja, als mein Großvater oder als dein Vater? Stimmt. Unsere verwandtschaftlichen Verhältnisse sind ziemlich interessant. Ja. Na, dann schieß mal los. Naja, also, als Großvater ist er nicht schlecht. Im Gegenteil. Ich habe ein Gefühl, so wie damals. Und du hast damals wirklich nie bereut? Was für ein ernstes Gesicht an einem so wunderbaren Abend. Die Musik kommt von da drüben. Hm?
habe es nicht bereut. Ich habe dich auch nie ganz vergessen. Kein Mann war wie du. Naja, jeder Mann ist anders. Und war für mich besonders. Weißt du noch, wie du damals in meinen Laden gekommen bist? Du hast mich fast verrückt gemacht. Kein Entwurf, den ich dir vorgeschlagen habe, war gut genug für deine Frau. Das war mir auch unangenehm, aber du hast dich so bemüht. Noch nie hat jemand meine Entwürfe so charmant abgelehnt wie du. Und du hast es ja auch wieder gut gemacht. Und hast mich zum Essen eingeladen. Nein. Ich habe deinen Vorschlag, dich zum Essen einzuladen, angenommen. Dann habe ich noch von dir gelernt, dass man in Prag zum Nachtisch einen Kuss geben muss. Ich wollte mich nur bedanken. Also du weißt, du bist eine tolle Frau. Danke. Aber trotzdem, es war damals unüberlegt und zu spontan alles. Claudius, wir haben eine wunderbare Tochter. Ihr wart aber allein. Das ist das Leben, das ich mir immer gewünscht habe und genauso ist es gekommen. Ist dir nie an deiner Seite jemand abgegangen, nein, ein Partner? Nein. Ich bin für eine feste Beziehung nicht geschaffen. Tanz mit mir.
Sophie, du bist noch auf. Geht's dir nicht gut? Doch. Ich dachte, die Toilette. Aber das habe ich wohl verwechselt. Ja. Das hast du verwechselt. Gute Nacht. Gute Nacht. Wo wart ihr denn so lange? Schön, dass du mich in meinem Alter noch für einen Schürzenjäger hältst. Wir waren an der Moldau spazieren. Es geht mich ja auch eigentlich nichts an. Naja, aber ich dachte, du willst dich mit Anita aussprechen. Hast du denn gar nichts zu sagen? Ich muss mich erst an ihr Tempo gewöhnen. Ist alles viel zu schnell für mich. Das ist keine Entschuldigung, Opa. Ich werde morgen mit ihr sprechen. Christine hat angerufen. Was sagt sie? Der Anrufer hat keine Nachricht. Nichts. Ja. Wir fahren morgen wieder nach Hause. Ist es morgen schon? Ja. Na dann, gute Nacht. Ja, gute Nacht. Morgen. Guten Morgen. So früh? Es ist 8 Uhr. Ich konnte nicht recht schlafen. Bei mir helfen ja immer neue Klamotten und eine neue Frisur. Und bei dir? Blumen und Erde unter den Fingernägeln. Normalerweise wären dein Vater und ich jetzt gerade aufgestanden. Er hätte seinen kleinen Spaziergang gemacht. Ich hätte inzwischen für uns das Frühstück hergerichtet. Du hast keine Ahnung, was du ohne ihn anfangen sollst. Ich habe auf einmal so viel Zeit. Ja, dann kümmere dich doch einfach mal um dich. Oh Gott, Kind. Du weißt gar nicht mehr, wie das geht, stimmt's? Das ist nicht so schwer. Du tust einfach nur das, was du willst. Sagt sich so leicht. Ich muss los. Tschüss, mein Kind. Schönen Tag, Mama. Ja. Schönen Tag. Sophie, ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Ich würde mich immer freuen, dich wiederzusehen. Man wird sehen. Ja, man wird sehen. Ja, ich bringe euch dann mal zum Zug. Aber wir müssen uns auch noch von Jan verabschieden. Ja, aber es liegt eh auf dem Weg. Anissa, einen Moment. Bitte, ich habe gestern nicht viel geredet. Ich mache das alles wieder gut. Versprochen. Okay. Trotzdem, da gibt es etwas, was ich dir jetzt noch gerne mit auf deinen Weg geben will. Gefällt sie dir? Sie ist ja wunderschön. Jeder Mensch wird mit der Fähigkeit geboren, eine einzige Sache wirklich gut zu können. Und die Tragödie im Leben ist, dass die meisten nicht versuchen zu hinterfragen, was für eine Begabung sie haben. Naja, klingt ja schön und gut, ja, aber... Dass du deine Pflicht erfüllen willst, Anitza, das finde ich gut. Solange du nicht zu ihrem Opfer wirst. Also ich will sagen, du musst deinen Beruf lieben. Um wirklich darin gut zu sein. Du meinst, ich kann es meiner Mutter zumuten, einfach zu gehen und mir was anderes zu suchen? Ja. Mütter wollen, dass ihre Kinder glücklich sind. Und genauso ihre Väter. Danke, Vater. Wir reisen ab. Wann? Jetzt.
Wir müssen mal los, sonst ist der Zug weg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, bis zum nächsten Mal. Hat geklappt, die Bestellung. Perfekt. Grüß Sie Gott, Herr Wagner. Frau Maywald. Leider nicht von mir, von Ihrem Mann. Christine. So einfach ist das nicht, Klaus. Schön, dass du wieder da bist, mein Kind. Wie geht's dir? Hat dir Prag gefallen? Schön. Ihre Frau sagt, über dem Garten liegt so viel Schatten. Sie will mehr Licht. Wie schön. Das mit dem Schatten war eher sinnbildlich gemeint, ne? Sie wollen nicht drüber reden. Heute Nacht blüht sie wieder. Die Königin der Nacht. Wie damals? Ja. Damals habe ich auf sie gewartet. Sie sind nicht gekommen. Wenn Sie heute kommen. Heute. Richtig aus sich rausgegangen. Also wenn sie so weitermacht, dann habe ich bald nichts mehr anzuziehen. Wir müssen uns dringend was einfallen lassen, hm? Ja, dann viel Glück für Ihre Hochzeit. Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Vielleicht hätte ich Ihnen noch sagen sollen, dass Ehe nur eine Abkürzung ist. E-H-E. Errare humanum est. Irren ist menschlich. Tja. Fragt sich nur, wer sich da irrt. Na, die Scheidungsstatistiken wahrscheinlich nicht. Es gibt auch Paare, die es schaffen. Ja. So wie mein Vater. 50 rote Herzluftballons am Himmel und im dunklen Anzug eine Riesenportion schlechtes Gewissen und eine fette Lüge. Aber eigentlich ist er ganz nett. Liebe ist eben auch menschlich. Ja, Liebe vielleicht, aber die Ehe nicht. Ich weiß schon, Anissa, dass du keine besonders hohe Meinung von der Ehe hast. Wieso denn immer heiraten? Wir haben doch so auch viel Spaß. Ja, aber nur Spaß reicht mir auf Dauer nicht aus. Wieso wirst denn du so ernst plötzlich? Ah, ich weiß, du bist der Typ, der gern Verantwortung übernimmt. Ich möchte auch, dass jemand für mich Verantwortung übernimmt. Ja, das klingt wie ein Geschäft, aber nicht nach Liebe. Doch, Anissa, auch das ist Liebe.
Redest du jetzt eigentlich von uns? Oder? Ich habe gesehen, wie du Sophie angeschaut hast. Und ich habe schon befürchtet, dass du mir gleich einen Heiratsantrag machst. Gar nichts heißt. Tut mir wirklich leid, aber ich muss einfach wissen, ob Sophie das genauso sieht wie ich. Okay, gut. Dann finde das mal heraus. Aber wundere dich nicht, wenn bei deiner Rückkehr die Kündigung auf deinem Tisch liegt. Also der Mann, der dich einmal bekommt, der kann sich glücklich schätzen. Wir kriegen das wieder hin. Komm, steh auf. Was denn? Wir kochen. Kochen? Mhm. Ich kann ja nicht kochen. Dabei habe ich immer gedacht, dass zwischen euch ist nichts Ernstes. Habe ich auch gedacht. Aber Trennungen tun weh. Auch wenn sie richtig sind. Was weißt du schon? Als Claudius damals gegangen ist, da habe ich auch geweint. Trotzdem habe ich gewusst, dass es das Richtige für mich war. Hm? Sehr schön. Und jetzt du. Ja, und gekocht habe ich auch. Das heißt, Sophie und ich haben gekocht. Was ich meine ist, ich habe ihr assistiert. Salat gewaschen und mit viel Gefühl zerschnipselt. Ihr habt das sehr hübsch gemacht, aber ich bin eingeladen. Du bist eingeladen? Von der Königin der Nacht. Ich wünsche euch einen guten Appetit und vielleicht das nächste Mal. Königin der Nacht? Geht's in die Oper? Bist du hin? In der Nacht ist ein Kaktus. Darf ich vorstellen, Ihre Majestät, Selene Cereus grandiflorus. Der großblumige Mondkaktus, die Königin der Nacht. Es gibt nur wenige Blüten, die größer sind als die der Königin. Das ist ein faszinierendes Schauspiel, wenn sich ihre weißen Blüten über Stunden öffnen. Nur für eine Nacht? Ja. In den frühen Morgenstunden schließen sich ihre Blüten wieder und sie lässt sich hängen. Sie ist nur noch ein Schatten ihrer selbst. Bitte. Nur für eine Nacht erblühen und vergehen. Wie der Mensch. Manchmal auch wie das Vertrauen in einen Menschen. Ich höre immer noch zu.
wenn die rote Rose für die Liebe steht, welche Blume steht dann für Untreue? Vielleicht die Aster? Und das 30 Jahre lange Verschweigen einer unehelichen Tochter? Ich fürchte, dafür haben auch Blumen keine Worte. Christine? Ist Ihnen schon sehr wichtig, Frau Maywald. Sie ist das Fundament einer Beziehung. Finden Sie nicht? Für mich bedeutet Treue nicht, immer da zu bleiben, sondern immer wieder zu kommen. Soviel ich weiß, waren Sie nie verheiratet. Tja, dieser Versuchung habe ich bis heute erfolgreich widerstanden. Ich hatte natürlich Beziehungen. Immer ordentlich, nacheinander. Oder manchmal auch nebeneinander? Und die Frauen, die wissen das? Am Baum des Schweigens hängt der Friede, sagt ein altes arabisches Sprichwort. Und was ist mit dem Vertrauen? Vertrauen und Liebe gehören doch zusammen. Konnte Ihr Mann Ihnen vertrauen? Ich meine darauf, dass Sie ihn auch dann noch lieben, wenn er nicht nur so ist, wie Sie ihn sehen. Perfekt, stark, unfehlbar, sondern einfach nur menschlich. Darauf, dass Sie ihm zuhören und glauben, wenn er sagt, dass er aus tiefstem Herzen bereut. Und vor allem konnte er darauf vertrauen, dass Sie nach so vielen guten und glücklichen Jahren vielleicht sogar die Größe haben, ihm zu verzeihen. Vertrauen gegen Vertrauen. Um ehrlich zu sein, habe ich es damals schon sehr bedauert, dass Sie in Sachen Treue so unerschütterlich konsequent sind. Wie meinen Sie das? Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben nie bemerkt, wie ungeheuer anziehend ich Sie fand. Und heute noch finde. Schade. Ich hatte mich gerade so schön dran gewöhnt. Sie sind hartnäckig. Tja. Aber nur, wenn mir eine Frau gefällt. Mama ist immer noch nicht zu Hause. Du glaubst ja nicht etwa, dass sie... Ich weiß überhaupt nicht, was ich glauben soll. Sie ist so wie nie. Sie ist so verändert.
Dabei habe ich immer gedacht, ich kenne sie wirklich. Das hat sie übrigens auch von dir gedacht. Ich habe mich ja nicht verändert. Mein Gott, ich habe in 50 Jahren einmal einen kleinen Fehler gemacht. Warum kann sie da nicht rüberstehen? Großzügig sein, mir einfach verzeihen. Einfach? Entschuldige mal, du hast ja 30 Jahre lang ein Kind verschwiegen. Heutzutage werden ja auch Ehen sogar noch im Altersheim geschieden. Christine? Heute Abend? Ich warte auf Sie. Jan! Jetzt saß in Prag. Was machst du denn hier? Bis zum nächsten Mal. Es war mir zu lang. Das geht nicht. Anitza und ich, wir haben uns getrennt. Jetzt? Anitza, macht die Trennung wirklich nichts aus? Sie macht ja was aus. Anitza, die erstickt in einer festen Beziehung. Wir hätten uns sowieso getrennt. Aber nicht meinetwegen. Sie gehört ja zur Familie. Wir können unsere Zukunft auch nicht davon abhängig machen, was damals zwischen Edith und deinem Großvater passiert ist. Aber es ist passiert. Ja. Und das ist sehr gut. Sonst wären wir uns vielleicht niemals begegnet. Guten Morgen, Christine. Guten Morgen, Claudius. Du redest wieder mit mir? Mir ist heute Nacht etwas klar geworden. Heute Nacht? Als Thilo und ich über Vertrauen gesprochen haben. Thilo und du? Du sprichst mit Fremden über uns? Ja. Es hat mir gut getan. Das Aussprechen, meine ich. Ja, ja, das hat dir gut getan. Das habe ich gesehen. Wie gesehen? Ach, du hast mir nachspioniert? Du betrügst mich. Verschweigst mir 30 Jahre lang deine Tochter. Und wenn ich mich einmal mit einem anderen Mann treffe, weil es mir gut tut
und meiner Seele und dem ganzen Durcheinander in mir drin. Du glaubst wirklich, dass ich mich auf so billige Art an dir räche? Christine, bitte, das... Wir haben uns immer vertraut. Und jetzt? Vielleicht haben wir uns die ganzen Jahre nur noch was vorgemacht. Aus Gewohnheit und weil es so schön praktisch war. Claudius. So kann und will ich nicht weitermachen. Alles in Ordnung, Opa? Deine Großmutter, ich habe so das Gefühl, trennt sich gerade von mir. Jan? Jan und Anitza haben sich getrennt. Deinetwegen? Ja, was sind wir denn eigentlich, eine Familie? Oder der billige Abklatsch von Sodom und Gomorra? Jan, er hat recht. Geht nicht. Es tut mir leid. Du wirfst Jan raus. Du bist verrückt, Anitza. Ohne ihn ist die Goldschmiede nichts. Ja, na, danke für die außerordentliche Würdigung meines Talents. So habe ich das jetzt nicht gemeint. Wäre ich einfach nie zu Claudius gefahren. Ja, dann hättest du wahrscheinlich irgendwann Schluss mit Jan gemacht. Du hast es so gemeint. Das mit der Goldschmiede und ich hab's auch so gemeint. Ich habe weder die Geduld noch das Talent dafür. Was soll das jetzt heißen? Dass jeder irgendwas besonders gut kann und die meisten versuchen nicht mehr herauszufinden, was das ist. Die vergeuden einfach ihre Begabung. Hat mein Vater gesagt. Mhm. Und du versuchst jetzt herauszufinden, was deine Begabung ist. Gut, aber dann solltest du vorher herausfinden, warum du so böse auf Jan bist. Ist das verschmähte Liebe oder verletzte Eitelkeit? Und wenn du das herausgefunden hast, dann nimmst du deine Kündigung zurück. Wir brauchen ihn, wenn du weggehst. Das heißt, du bist einverstanden? Ich will doch, dass meine Tochter glücklich ist. Das hat Claudius auch gesagt. Dein Vater ist ein kluger Mann. Frau Maywald, hier ist Anitza. Anitza? Ja? Ja, entschuldigen Sie die Störung. Ich rufe auch nur an, weil Jan nicht an sein Handy geht und ich muss Ihnen unbedingt mal sprechen. Bitte. Jan ist im Garten. Ich bringe ihm das Telefon. Moment. Frau Maywald? Ja? Es tut mir alles sehr leid. Auch, dass ich einfach so in Ihrem Haus anrufe. Sie können jederzeit hier anrufen. Und Sie können auch jederzeit Ihren Vater besuchen. Danke. Ich bringe Jan jetzt das Telefon. Adieu. Und wieso auf einmal Sophie und nicht mehr Anitza? Ich weiß es einfach. Wie ich.
Bei Christine habe ich es auch sofort gewusst. Jan? Ja? Es ist Anitza. Danke. Hallo, Anitza? Ja? Du, danke dir, ja? Ciao. Es ist okay für sie. Sie wünscht mir und Sophie alles Gute. Und sie freut sich darauf, uns alle bald in Prag zu sehen. Komm mal her. Christine. Christine. Als das mit Editha passierte und dann Anitza auf die Welt kam, ich hatte einfach Angst, dir die Wahrheit zu sagen. Ja, ich weiß, ich hätte ehrlich sein sollen, aber ich kann das ja jetzt nicht mehr rückgängig machen. Ich war mir sicher, dass du mich verlassen würdest. Und jetzt tritt das ein, was ich immer befürchtet habe. Schaust mich schon an wie einen Fremden. Ich habe dich nicht nur geheiratet, weil ich dich liebte. Ich habe dich geheiratet, um dich den Rest meines Lebens zu lieben. Du warst nie Gewohnheit für mich. Ich liebe dich. Neu? Ich habe sie absichtlich zu heiß gewaschen. Nur andere Frauen hätten ihren Mann viel mehr angetan. Und weil du mir nicht vertrauen konntest. Ich dir? Darauf vertrauen, dass ich dich noch liebe, wenn du einen, wenn auch ganz großen Fehler machst. Darauf vertrauen, dass ich dir eine uneheliche Tochter verzeihe. Und du hast recht. Ich hätte es dir nicht verziehen. Nicht deine Verliebtheit, nicht Anitza. Nicht dein Gedankenspiel, wie es wäre, noch mal ganz von vorn anzufangen. Dieses ganz andere Leben in Prag.